Gude und herzlich willkommen zum nächsten Video. Wieder ein Video ohne Cam, aber dafür mit Zoom Zoom. Und zwar ein weiteres Video in der Layout Reading Reihe, wo ich euch ein paar Layouts vorstellen werde. Auch wieder eins der, der Layouts, wo ich öfter nachgefragt würde, hey, kannst du das? Wie laufe ich da am besten? Was muss ich da beachten? Und zwar geht es um die Slums. Wichtig ist bei den Slums auch hier wieder Shoutout an Bala. Ich werde seine Sachen wieder benutzen als Informationsquelle und werde es euch auch unten drunter verlinken. Aber es ist einfach besser, wenn man es mal gesehen hat und nicht nur liest. Es gibt in Slums quasi zwei Layout oder zwei große Layout-Typen. Und zwar gibt es den Left Start und den Right Start. Und das sehen wir auch hier schon, wenn wir hier reinkommen in die Zone, ist jetzt das hier der Left Start. Mein Eingang zeigt nach links, also habe ich ein Left Start Layout. Was sind denn so die wichtigsten Sachen, die man hier beachten muss? Ich kann euch nur eine Sache ans Herz legen. Bei Left Side gibt es, ich muss ganz kurz scrollen, gibt es einen grundlegenden Weg, den wir immer verfolgen. Und zwar, wir gehen an der linken Seite der Wand entlang. Ja, seht ihr hier, linke Seite der Wand entlang. Das zweite mögliche Left Side Layout, wir gehen an der linken Seite der Wand entlang. Wenn wir den Boss Diamond sehen, skippen wir den und gehen nach links oben. Und das dritte ist, wir können nicht nach links gehen und gehen nach rechts. Ja, das ist es, also das ist mein absoluter Favorite, ist aber auch mitunter das längste Layout, ja, aber ist sehr, sehr schön zu sehen. Bei den Right Side Layout haben wir das Ähnliche, ja. Wir gehen nach rechts, können wir nicht nach rechts, gehen wir nach oben. Wir gehen nach rechts, können wir nicht nach rechts, probieren wir weiter nach rechts zu gehen, gehen nach oben. Und wir gehen hier free nach rechts. Und da gibt es eine Besonderheit, da würde ich euch nicht empfehlen, den Shortcut zu nehmen, sondern den langen Weg mit der Treppe. Auch hier wichtig zu sagen, Treppe ist immer ein Indikator für den richtigen Weg, dass ihr zu den Katakomben kommt. Nicht Katakomben, zu dem Krematorium. Aber das werden wir jetzt sehen. Wir laufen Left Side Layout, wir laufen einmal nach links und gucken, was passiert. Wir können links laufen, können links laufen, können links laufen. Sehen jetzt hier, wir werden nach Süden gezwungen, laufen nach Süden, laufen hier rum und dann nach oben und haben dann hier die Treppen. Laufen einfach geradeaus weiter. Ich glaube, naja, doch nicht hier rüber. Laufen hier jetzt weiter über die Treppen, über die Treppen, über die Treppen, über die Treppen und sind da. Fertig. So easy war das, ja. Und ich habe einmal auf der Treppe eine Sackgasse mitgenommen. Also wirklich eigentlich nichts Weltbewegendes. So, hier dauert der Reset leider ein bisschen länger. Das heißt, ihr müsst einen kleinen Moment immer dann warten. Aber ich hoffe, ja, ich hoffe, dass ihr die Layouts so dann ein bisschen versteht. Wieder Left Side Layout. Wir laufen nach links. Na, laufen weiter nach links, 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 links. Links werden jetzt hier, ihr seht wieder, hier ist eine Wall, das heißt, wir werden wieder nach Süden gedrängt, laufen dann einmal so einen kleinen Dings und haben dann hier wieder unsere, unsere Treppe, wo wir dann hier wieder einfach nach oben weiterlaufen, laufen, 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 bis wir dann zu den Katakomben kommen. Nicht Katakomben, Krematorium. Bin ein paar Zonen zu weit vorne. Ja, also gar nicht so schwer. Wäre jetzt auch cool, wenn ich jetzt nochmal ein anderes Layout bekommen würde, das ich euch dann zeigen kann und nicht nur das Left-Side-Layout mit, dass wir nach Süden müssen, sondern auch vielleicht mal ein Right-Side-Layout so für zwischendurch. Perfekt, Right-Side-Layout. Right-Side-Layout, genau dasselbe. Wir laufen nach rechts, gucken, was passiert. Ja, laufen nach rechts, laufen nach rechts. So, jetzt haben wir hier so diesen einen Split schon mal, ja. Ich laufe hier immer weiter nach hier rechts oben, weil theoretisch kommt ihr von hier rechts unten genauso hin, ja, würdet aber halt hier weiterlaufen, bis ihr da an der Wall seid. Theoretisch genau dasselbe, aber hier seht ihr dann einmal die Treppe und jetzt hier hoch. Und wenn wir uns das Layout jetzt so angucken, sehen wir, dass wir hier theoretisch den Weg schon nach oben hätten. Und wir können jetzt gleich mal zurücklaufen, können gucken, ob das auch stimmt. Aber wir sehen jetzt hier, sind wir jetzt da. Und jetzt hier weiter nach links oben müsste jetzt der Boss Diamond sein. Also sehen wir auch hier schon, da ist der Boss Diamond. Und hier hätten wir können schon hochgehen und durchgehen, ja. Ist aber wirklich manchmal, je nachdem, ob da jetzt eine Wahlzeit-Area ist oder irgendwas anderes, schwer zu erkennen, dass man hier hochgehen kann. Deswegen würde ich immer empfehlen, halt hier einfach gerade runter an die Wall zu laufen, bis ihr halt Treppen seht und dann halt die Treppen benutzen nach oben. Aber wenn ihr es natürlich ein bisschen trainieren wollt, könnt ihr auch probieren, den Weg hier gerade hochzufinden. Sobald ihr dann den Boss Diamond seht, ist es direkt nebendran quasi, ne? Okay, machen wir noch eine Runde, dass wir vielleicht nochmal ein anderes Layout bekommen. Ansonsten werde ich dann die restlichen Layouts einfach hinten dran schneiden, dass ihr die Zwischenzeit eben nicht mit angucken müsst. Ne?
Treppe gleich safe. So sieht's aus. So, wir haben nochmal einen Left-Side-Layout. Laufen nach links und wir haben einen Full-Block. Ja? Left-Side-Layout, Full-Block bedeutet, wir gehen einfach nach rechts oben. Ja? Wir gehen einfach nach rechts oben, rechts oben, rechts oben, rechts oben, rechts oben, rechts oben und Treppe. Ja? Und dann Treppe, 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 Treppe. Ja, so easy. Also es ist wirklich, ihr müsst euch gar nicht viel merken, ja. Es ist nicht so schwer, wie viele Leute denken. Ihr müsst einfach immer nur den Zusammenhang und den Indicator, ne. Wenn ihr den Indicator seht, hier zum Beispiel Right Side Layout. Was muss ich bei rechts Seite Layouts machen? Okay, eigentlich immer nur nach rechts laufen, bis ich eine Treppe finde, ja. Es ist eigentlich so, ne, ihr habt jetzt hier, okay, wir haben einen Instant Block, ne, auch schönes neues Layout, laufen dann nach oben, laufen wieder weiter rechts, haben hier den Boss Diamond, ne, auch immer gut, das erkennt ihr immer hier an so Teilen, wenn ihr so hoch und runter laufen könnt, wo so Holzbretter liegen, ne, da erkennt ihr immer den Boss Diamond, den skippen wir, laufen dann hier nach oben, aber auch wieder rechts oben und zack, Treppe, ja, und dann, ja, wo Treppe? Da Treppe. Und zack, fertig. Da sind wir dann durch. Könnt eigentlich Portal nehmen, weil es einfacher ist, ne? Aber ja, ansonsten, ne, das war's auch eigentlich schon mit den Layouts. Werden nochmal eins laufen, weil es fehlt, glaube ich, noch das Left-Side-Layout mit einem Boss-Diamond, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir sehen auch wieder, haben hier wieder Right-Side mit Full-Block, ja? Das heißt, wir müssen nach oben laufen, kommen dann jetzt hier in einen Boss-Diamond, ja? Hier Boss Diamond, laufen dann hier aus wieder nach oben, einfach nach oben, da wieder Treppe, ich bin zu schnell, ich treffe die Treppe nicht, ne? Treppe und dann einfach der Treppe weiterlaufen und zack, sind wir da. Also Leute, wirklich ganz, ganz einfach. Wie gesagt, ich verlinke euch die Sachen von Bala, schaut dort da nochmal, geht raus an Bala, werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken, wenn ihr dazu auch nochmal das Bild sehen wollt, aber... Es ist kein Hexenwerk. Left-Side-Layout. Wir haben hier, das hier ist ein bisschen interessanter, weil das ist theoretisch, würdet ihr denken, es wäre ein Full-Block, aber ihr könnt hier weiterlaufen. Ja? Das heißt, es ist immer noch ein Left-Side-Layout, weil ihr noch immer weiter nach Left laufen könnt. Und wir sollten jetzt hier eigentlich ein Boss-Diamond haben. Ja? Und wir haben jetzt hier das Boss-Diamond. Ja? Das heißt, wir skippen das jetzt hier und laufen einfach nach links oben weiter und kommen dann hier auf die Treppe. Na? Also, lasst euch nicht an so einer kleinen Wall irritieren. Das ist jetzt schon ein bisschen spezieller. Ne? Wenn so eine kleine Wall da ist, aber ihr immer noch irgendwie anders die Möglichkeit habt, links weiterzugehen, ist es kein Full-Block auf der linken Seite. Ne? Aber, ja. Das war's, glaube ich, auch dazu zu sagen. Jetzt haben wir auch, glaube ich, jedes Layout durch. Hier gibt es irgendwie keine seltenen Layouts oder so und keine geilen Layouts, sage ich jetzt mal. Die sind jetzt alle so ein bisschen mal naja. Ne? So, wir haben jetzt hier wieder Left-Side-Layout, laufen nach links, haben hier schon direkt unser Boss-Shape, ja. Skippen das Ganze. Also je früher ihr das Boss-Shape erkennt, desto mehr Zeit könnt ihr euch sparen. Aber selbst wenn ihr da reinlauft, ist es nicht so schlimm. Und dann hier einmal auf die Treppe. Und zack, seid ihr im Krematorium. Jo, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da und schickt das Video auch an Freunde, die auf jeden Fall hier nochmal irgendwie Leveling-Tipps brauchen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss!